4. Und die 1? Die 6. Und nochmal 6. Das geht nur gut. Wie lange wollt ihr eigentlich noch Karten spielen? Und den. Du könntest ruhig mal mit mir tanzen. Aber du siehst doch, ich hab zu tun. Tja, daneben nicht. Und den von hinten. Was ist, Peter? Singst du was für mich? Ja, komm, sei nicht so faul. Für Ingrid singe ich immer. Aber was Flottes. Ja. Alice war es hier den ganzen Morgen lang. Von Karachi bis nach Mekka wohl bekannt. Die schönsten Mädchen aus dem Orient versprechen jedem Gast ein Happy End. Der alte Scheich wird stets ganz bleich. Seht er die Damen, hört er die Namen und er wird blass und er denkt, dass er vor Jahren einen Haaren noch besaß. Kirima, verstehen Sie mich doch. Das ist eine einmalige Chance. Nein, das verstehe ich nicht. Sie haben doch hier einen guten Job. Ach, Job. Erst die Jahre in der Legion und jetzt im Ölcamp. Wieder in der Wüste. Na und? Ich komme doch hier nicht weiter. Ich habe ja nichts gelernt. Ein Königsgrab plündern. Das bringt kein Glück. Ich bitte Sie, Kirima. Das ist doch kindischer Aberglaube. Man soll die Toten ruhen lassen. Es bringt kein Glück. Wenn wir es nicht tun, dann machen es andere. Kann sein. Kirima, ich muss jetzt gehen. Dann nehmt mich doch mit. Vielleicht kann ich euch helfen. Ich kenne dort die Gegend. Nein, das geht nicht. Das wird eine harte Sache. Das ist nichts für eine Frau. Aber du kannst mich doch hier nicht allein lassen. Ich gehe doch hier vor die Hunde. Ich liebe dich nämlich, du. Liebling. Kirima. Deine Sachen. Eine Kiste da. Reicht uns die. Gar nichts wie los. Oh, verschwinde, da kommt jemand. Pass auf, hier werde ich helfen. Noch schnell fallen. Die werden staunen, wenn sie den morgen finden. An. Du hast schon viel besser gespielt, Sadri. Oh, wie kommst du denn darauf? Oder hat dich deine Kleine mal wieder verrückt gemacht? Du hast eben, du hast doch bei deiner selber nichts zu sagen. Sag mal, wann hört ihr endlich auf zu spielen? Wir sind gleich fertig. Ich hab's gleich. Bitte beeil dich. Luigi wird jeden Augenblick mit dem Wagen hier sein. Ich nehme ja nur das Nötigste mit. Ja, das sehe ich. Das. Liebling, glaubst du, da wo wir hingehen, findest du dafür einen Anschluss? Aber das braucht
traurig. Hm. Ich bin doch eine Frau. Übrigens, was werden die anderen sagen, wenn ich da mitkomme? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Verdammt. Was ist denn? Kemal und Fasel hauen ab. Wenn wir Pech haben, laufen sie Luigi direkt in die Arme. Wenn sie den treffen, kann die ganze Sache schief gehen. Ich bin fertig. Und die anderen beeil dich aber. Okay, mach ich. Ja. Kirima, komm mit. Wo sind Peter und Toni? Die kommen jede Sekunde. Was ist mit George los? Besoffen wie immer. Habt ihr den Plan? Na klar, und eine Kiste. Also, los, wie los? Tempo, Peter. Kirima, so aus. Los, los, Tempo. Auf hier. Na, Frauen bringen Unglück. Ab, ab. Steig aus, Kirima. Joe ist nie auf seinem Zimmer. Wo steckt denn der Idiot wieder? Kemal! Kemal, ich muss dir was sagen. Ich habe Harald beobachtet. Er ist mit Kerima und den anderen in Richtung Antalya gefahren. Verdammt, die werden doch wohl nicht schon heute abgehauen sein. Hast du gehört, wovon sie geredet haben? Sie sprachen von einem Plan und Dynamit. Dynamit? Mhm. Komm schnell zum Bunker. Die Hunde haben bestimmt unsere einzige Kiste Sprengstoff geklaut. Du Anfänger, du lässt dich tatsächlich von denen aufs Kreuz legen. Die haben die Kiste Dynamit mitgenommen, ich war machtlos. Du bist ein Trottel. Was heißt dir machtlos? Wo soll ich denn jetzt Dynamit hernehmen? Wie wär's, wenn wir es von der Zentrale anfordern? Das dauert zu lange. In Antalya kenne ich einen Dynamitfischer sehr gut, der macht bestimmt mit, wenn wir ihn beteiligen. Also nichts wie los. Und was wird aus mir? Ja, du kommst mit. Das reicht für heute, komm! Und jetzt nach Hause! Bin ich froh, dass wir da sind. Ich brauche was zu trinken. Wir nehmen an, es ist eine Bar, da bekommt ihr was. Ich sehe mich in der Zeit mal ein bisschen um hier. Sag mal, weißt du, wo Enes ist? Der fährt gerade rein. Jamu, denk nachher an die Körbe. Ist gut, Enes. Fahr zu, Hassan. Schlag ein. Ich könnte doch gleich die neuen Tau abholen. Ja, ist gut, von mir aus. Langsam. Da habe ich ja Glück gehabt. Sag, Enes. Tag, Joe. Ist ja seltener Besuch. Langsam. Halt. Danke, Joe. Du, Enes, wir hätten dich gerne etwas gefragt. Ich habe ein paar Freunde bei mir. Wir haben ein Geschäft mit dir vor. Gut, Enes. Ob der wohl mitmacht? Für Geld kriegt man alles.
Das ist Enis. Er ist einverstanden. Er stellt uns sein Boot zur Verfügung. Du hast also Dynamit? Ja. Mehr als genug. Und was müssen wir dafür bezahlen? Moment. Ihr wollt also von mir das Boot, die Ausrüstung und Dynamit? Genau. Ein Viertel von dem, was wir finden. Ist zu viel. Kommt nicht in Frage. Halt dein Maul. Ist doch ganz klar, wir sind vier Männer, also kommt auf jeden ein Viertel. Ich weiß gar nicht, was da noch zu reden gibt. Du vergisst das Mädchen, das soll auch seinen Teil haben. Der Mann, zu dem sie gehört, muss mit ihr teilen. Ich bin gerne bereit dazu. Ah. Darüber mach dir keine Gedanken, das geht dich nichts an. Du kriegst ein Viertel und damit hat sich's. Und ob mich das was angeht? Ich bin für klare Verhältnisse von vornherein, sonst gibt's nachher nur Stunk. Die Verhältnisse sind klar und Stunk gibt's nur, wenn du dich einmischst. Dann ist ja alles klar. Bis nachher. Dem werde ich schon zeigen. Sag mal, willst du wirklich mit ihm teilen? Quatsch, das glaubst du doch nicht im Ernst. Ist nach Mekka wohl bekannt, die schönsten Mädchen aus dem Orient versprechen jedem Gast ein Happy End. Der alte Scheich wird stets ganz bleich. Sieht er die Damen, hört er die Namen. Und er wird das, und er denkt das. Er vor Jahren einen Abend noch besaß. So sitzt er bei Gin und dunkelrotem Tisch, spricht kein Wort und zieht ein grimmiges Gesicht. Denn Mary Lou, die ihm so... Das klingt ja wie die Pest, das Zeug hier. Wir sind nichts Gutes gewöhnt. Hier ist unser Hotel. Kommt, Kleiner, ein paar Stunden Schlaf tun uns noch gut. In Ingrids Zimmer ist ja gar kein Licht. Vielleicht schläft mein Täubchen schon. Aber die Dame hat wach zu sein, wenn der Herr nach Hause kommt. Nicht so laut, du Wechsel, als ganz schön ist. Ingrid ist nicht hier. Hä? Na, sowas, vielleicht ist sie auch ein Fischkutter und flickt Netze. Du hast ein sehr schönes Boot, Enis. Gefällt's dir hier? Ja. Wenn du willst, kannst du bei mir bleiben. Nimm dich in Nacht, der kann sehr gefährlich sein. Nicht jetzt dran denken. Trau ihm nicht. Mit solchen Burschen wie Kemmerl bin ich noch immer fertig geworden. Das ist schwer. Er wird uns umbringen, wenn er uns hier sieht. Glaub mir. Aber ich denke, du bist seine... Seine Freundin, meinst du? Das war ich bis heute. Versprich mir, dass du vorsichtig bist. Er will dich betrügen. Das kann er nicht. Er ist auf mich angewiesen. Du Hure. Verschwinde von hier. Ich bringe dich. Enis! Ihr seid ja verrückt. Enis! Hört doch auf! Eins merkt ihr, mein Junge. Das Mädchen lässt gefälligst in Ruhe. Und wenn dir das nicht passt, dann brauchst du es bloß zu sagen. Dann kannst du mit deinem ganzen Verein zu Fuß nach Olympos laufen. Jetzt such dir aus, was dir besser gefällt. Was ist denn jetzt? Müssen wir es doch bald geschafft haben. Hm? Haben wir auch. Niemand weiß. Nach der Karte sind es höchstens noch ein paar Meilen. Mhm. Und dann steigen wir um auf Kamele. Und Luigi fährt wieder zurück? Der Wagen nützt uns in der Gegend sowieso nichts. Thank you.
will mit dir reden. Ach, lass mich in Ruhe. Willst du dir dann alles gefallen lassen? Ich habe keine andere Wahl. Aber das wird sich bald ändern. Hey, Fassel. Hey! Wie kommen wir eigentlich wieder zurück? Ich hab dich was gefragt, du fauler Knochen. Von uns kann doch kein Mensch das Boot bedienen. Sei vorsichtig, die planen irgendetwas. Das merke ich schon die ganze Zeit, aber so einfach werde ich es denen nicht machen. Keine Angst, ich weiß, wie man im Kahn fährt. Wie lange reisen wir denn noch, Herr Kapitän? Nicht mehr lange. Da drüben ist Olympus. Ihr macht ja alle Gesichter, als ob wir auf eine Beerdigung gehen würden. Vielleicht wird sogar eine. Ich habe eher das Gefühl, es wird eine Hochzeit. Da bin ich aber gespannt, wer das bessere Gefühl hat. Das Boot ist klar. Wer ist denn der glückliche Ingrid? Komm, steig ein. Wir wollen rüber. Nicht so hastig. Ingrid, ich gebe dir die Hälfte von meinem Drittel, wenn du zu mir zurückkommst. Wieso von deinem Drittel? Ihr seid doch zu viert. Vielleicht bleibt auch nur einer übrig und mit dem teile ich dann. Komm, Kinder. Ja. Na, komm schon. Los. Harald. Ja? Da unten liegt Olympus. Fantastisch. Und da liegt das Grab des Tyrannes. Ja. Zeig mir mal den Plan, Joe. Ja. In einer Stunde gibt's was zu essen. Hoffentlich verderben wir uns nicht den Magen. Am besten stell dir die Kiste da oben hin. Wo, hier? Ja, genau da. Hier. Kennst du dich heraus mit deiner Kritzelei? Natürlich, ganz genau. Wollen wir mal sehen. Das ist ja sehr einfach. Dann brauchen wir uns ja nur nach eurem Plan zu richten. Du wirst reichlich vorlaut. Wenn ihr glaubt, ihr könnt mich übergehen, seid ihr schief gewickelt. Merkt euch das. Halt jetzt die Schnauze. Der Kerl macht mich noch verrückt. Wenn ich die gleichen Pflichten habe, dann habe ich auch die gleichen Rechte bei euch. Ist doch klar. Ich kann den Fischgestank nicht mehr aushalten, Fasel. Zeig dem Herrn, welche Rechte er bei uns hat. Ihr Feigling, hört doch auf! Sofort aufhört, schieße ich. Leg den Revolver weg. Kimmel, bleib stehen, ich schieße. Red nicht so einen Unsinn, du hast ja viel zu viel Angst. Ich schieße. Ja, dann schieß auch. Du Drecksweib, ist das der Dank? Bin ich dir wenigstens noch eine Kugel wert? Nein, 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 nein. Enis, hilf mir! Enis, sag, Enis kann dir nicht mehr helfen. Der ist froh, wenn er morgen früh noch die Sonne aufgehen sieht. Ich werde dir helfen, du Blut. Lass ihn ruhen. Halt dein Maul, du Ratte! Was hast du dir eigentlich gedacht? Hä? Am liebsten würde ich dich mit deinem sauberen Freund zum Teufel jagen. Was hast du dir eigentlich gedacht? Jeder Fetzen, den du anhast, ist von mir! Ich, Idiot, hab dir die Kleider aus Istanbul kommen lassen. Geh mal, hör auf, lass sie in Ruhe. Was mischst du dich da rein? Wir haben weiß Gott was anderes zu tun und deine Privatsachen kannst du später regeln. Er hat recht. Ach. Wir haben wenig Zeit. Die anderen können jede Sekunde hier eintreffen. Dynamitfischer? Das war keine Dynamitbombe, das war ein Schuss. Dann sind ja auch noch andere hintergegen. Ja. Wer kann das sein? Da hinten läuft doch jemand. Das sieht aus wie eine Frau. Kinder, das ist doch Ingrid. Ach Quatsch, wo du denn hierher kommen? Das ist sie tatsächlich. Ich sehe mal nach, wo Ingrid hingelaufen ist. Und was machen wir mit denen hier? Lass sie nicht aus den Augen, ich bin gleich zurück.
Außerdem besitzt Joe einen Plan von dem Schatz. Einen Plan? Unsinn, ja. Das kann doch gar nicht sein. Woher hat er den? Ach, das weiß ich auch nicht. George, verstehst du das? Nein. Beeilt euch doch! Die bringen sonst Enis um! Das ist der Fischer, der uns hergebracht hat. Wo sind sie? Am Strand. Los, Toni, Peter, komm mit! Und was soll ich machen? Bezahl die Kamele, schick sie zurück und pass auf die Frauen auf! Wir laufen fort am Strand und verteilen uns! Was kriegen Sie? Ingrid! Ingrid! Wo steckst du? Gib doch Antwort! So ein Blödsinn. Ich hab gleich gesagt, es ist verrückt, deine Frau hierher mitzunehmen. Das war ein toller Schlag, mein Junge. Ja, der hat gesessen. Wer bist du? Enis. Und du, hast du Harald? Nein, nein. Der kommt noch. Fasol, wo seid ihr? In die Luft. Schmeiß das Ding weg! Ich habe gesagt, ihr sollt weggehen! Schmeiß das Ding weg, wir gehen alle hoch! Wir suchen alle nach dem Schatz, oder keiner. Eine Bewegung und wir sind alle in der Hölle. Lauf den Ast weg, Kemal! Da müsste ich ja verrückt sein. Okay, Kemal. Einverstanden. Diesmal hast du gewonnen. So, Kinder, jetzt wird Vater mal nachlegen. Sag mal, was treibst du denn da? Für wen rasierst du dich eigentlich? Für mich. Oh, ein Schnaps hinstellen, Kerl. Sehen Sie uns rein. Also, gute Idee. Können wir auch immer gleich ran. Können wir mal eingenehmigen. Oh. Lass mir aber noch was drin. Ich habe bis jetzt von Schnaps noch nichts gesehen. Ja. Komm, Professor, erzähl uns mal was von den alten Griechen. Ja, sieht mal was von dir. Ist ohnehin stinklangweilig hier. Setz dich. Vom Schatz des Priamos oder von Schliemann und seinen Troja-Ausgrabungen? Irgendwas. Troja gehörte den Priamos. Hm. Es lag auf dem heutigen Hügel Hissarlik, nicht allzu weit von hier entfernt, in nordwestlicher Richtung. Paris, der Sohn des Priamos, entführte Helena, die Frau des Spartanerkönigs Menelaos. So begann der Trojanische Krieg. Es war ein entsetzliches Morden. Hör auf! Traurige Geschichten kennen wir selber genug. Hast nicht was Lustiges auf Lager? Peter, spiel uns ein Lied. Ja, bitte, Peter. Du musst dazu singen. Also, wenn ihr wollt... Du bist auch sonst nicht so schüchtern. Ja, bitte. Hier. Danke. Sie ziehen vorbei, ich sehne die Nacht mir herbei. Bei Nacht seh ich die gleichen Sterne wie du, und ich bin dir so nah. Dann träume ich und mach die Augen zu, und jedes Märchen wird wahr. Doch bald bricht der Morgen herein, ich bin mit den Wolken allein, und mein Glück, es zieht vorbei, dann sehn ich die Nacht mir herbei. Liebling, ich möchte endlich mal mit dir allein sein können. Ich sehne die Nacht
Wann wird das sein? Ich weiß es nicht. Die Sache mit Kemal ist noch nicht zu Ende. Ich hätte dich doch nicht mitnehmen dürfen. Was willst du jetzt machen? Jedenfalls nicht aufgeben. Es bringt kein Glück. Kerima, Kopf hoch, Liebling. In ein paar Tagen ist hier alles vorbei. Du wirst sehen. Dann gehen wir beide irgendwo hin. Ja. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Danke. Na, was ist? Sag mal, wo liegt die Höhle? Jetzt erzähl doch schon, was hast du gesehen? Der ganze Eingang ist mit Felsblöcken versperrt. Wir kommen da unmöglich durch. Verdammt. Dafür haben wir ja schließlich Dynamit mitgenommen. Ja, am besten, wenn ich unten hänge und gleich mit hochgehe, was? Ah, das könnte euch so passen. Werden wir mit dem Dynamit auskommen? Das weiß ich auch noch nicht. Die Sprengpatronen müssen eben richtig angebracht werden. Das ist doch ganz klar. Das kannst du ruhig mir überlassen. Das finde ich auch. Also los, fangen wir an. Auf die Sprengung bin ich gespannt. Na, Ingrid? Gibt's was Neues? Harald lässt dir sagen, du sollst morgen kommen. Sie wollen die Höhle sprengen. Was hast du denn da? Ich habe mich verletzt. Das sieht böse aus. Ist doch nicht so schlimm. Na, das gefällt mir gar nicht. Am besten, wir werden es verbinden. Komm. Vorsicht! Weiter! Stopp! Ein schönes Himmelfahrtskommando. Nicht so schlimm, Kleiner. Daran gewöhnt man sich. Okay. Ich wüsste aber was Besseres. Ja. Mach's halt fest. Ja. Ich möchte nicht da unten sein, wenn das Ding in die Luft geht. Langsam! Bist du fertig, Harald? Ja, die Patronen sitzen. Oh. Gut. Hochziehen! Aufwärts! Oh, die ist leer. Die brauchen wir nicht mehr. Hopp! Gleich passiert's. Peter! Einer weniger zum Teilen.